gerade bei Mercedes-Benz hier in Darmstadt, um unseren Protest zum Ausdruck zu bringen, da Mercedes-Benz Waffen im Waffengeschäft mitproduziert und davon profitiert, dass die Türkei gerade in Nordsyrien Rojava einmarschiert. Und es ist wichtig zu zeigen, dass wir nicht dahinter stehen, das aufs Schärfste verurteilen und dementsprechend auch die deutsche Automobilindustrie, die mit drin hängt. Die Türkei ist mit 243 Millionen Euro der größte Abnehmer von deutschen Waffenlieferungen. Was mit diesen Waffen in Rojava vernichtet werden soll, ist ein Gesellschaftsentwurf basierend auf den Werten von Ökologie, radikaler Demokratie und der Befreiung der Frauen. Ein Gesellschaftsentwurf, welcher eine Antwort auf Krieg und Umweltzerstörung gibt. LKWs von Mercedes-Benz und Ford Colossus als Submaschinen transportieren auf Tiefladern die Panzer. Die Mobilität türkischer Soldaten und islamischer Banden wurden zum Unimog-Fahrzeugen aus dem Hause Mercedes-Benz ermöglicht. Auf MAN-LKWs waren mehrfach Raketenwerfer installiert, mit welchen die Bevölkerung Afrins ermordet wurde. Jetzt laufen wir zum Luisenplatz zurück und zeigen nochmal dadurch unsere Meinung, laufen entschlossen und kämpferisch zurück, um wirklich nochmal zu zeigen, worum es uns geht und den Protest komplett auszunutzen. In Kurdistan, Schluss mit dem Massaker! In Kurdistan, Schluss mit dem Massaker! In Kurdistan, Schluss mit dem Massaker!